Herzlich willkommen zurück. Irgendwo im tiefen Eis. Wir sind in Nina Kalenko, Janingo Frau hier in der Mitte und suchen unseren Vater. Allerdings schon suchen wir den seit, was weiß ich, 25 Folgen. Und sind ihm noch kein Stück näher gekommen. Dafür wurden wir von dem Mistkerl Oleg entführt hier in diese Eishölle. Und nun haben wir herausgefunden, dass das irgendwie eine Forschungsstation ist, in der die Nicole Chalois, die Tante aus Cooper, irgendeine Maschine gebaut hat. Und wir wären nicht Nina, wenn wir jetzt versuchen würden, die zu sabotieren. Was haben wir denn hier? Schauen wir uns erst einmal an. Ein riesiger Plasmabildschirm. Ja, gut. Ja. Wozu brauchen die so viele Videorekorder? Ja, die zeichnen was auf, Nina. Schau mal an, ob du da irgendwas machen kannst. Nirgends eine Kassette drin. Ja, gut. Das zum Thema. Was haben wir hier noch? Das Fenster? Die scheinen da unten alle schwer beschäftigt zu sein. Die Zeit sollte ich nutzen. Ja, okay. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Sehen alle unheimlich kompliziert aus. Zumindest für jemanden, der davon unheimlich wenig Ahnung hat. Tja. Hier sind 3000 Schalter und keiner ist beschriftet. Ich versuch's gar nicht erst. Ach, Nina, das hilft mir jetzt natürlich gar nicht. Auf keinem der Monitore ist jemand zu sehen. Wahrscheinlich kann man irgendwo zwischen den Räumen hin und her schalten. Aber ich finde die entsprechenden Knöpfe nicht. Ja, gut, dann haben wir die nicht. Jetzt haben wir noch einen Schrank. Ein einsamer Sprengkörper ist noch drin. Ich nehme ihn mal an mich. Sprengkörper sind immer gut. Die funktionieren anscheinend so ähnlich wie Handgranaten. Ring ziehen und besser ganz schnell loswerden. Alles klar. So, haben wir alles durch? Ist hier noch hier oben irgendwas? Nein! Naja gut, wir haben jetzt den Sprengstoff gefunden. Ja, dann müssen wir mal irgendwie mal zurück und mal schauen. Und mal schauen, was wir denn hier machen können. Ach, das ist der Dings von... Der Aufzug von oben, wo ja irgendwas drauf lag, wo sie nicht rankam. Jetzt lache ich mich tot. Jetzt haben wir die Angel gefunden. Ja, war klar. Von unten ging das mit der Angel nicht? Von hier ist aber... Vielleicht kann ich einen der leichteren Packen hochziehen. Von hier geht es natürlich. Sehr schön. Aha. Die HL... Das ist doch mal ein Fang. Das ist schön. Schon viel besser. Oh, wir sind gleich ausgerüstet. Steht hier ja knackig. Können wir noch irgendwas da hochholen? Oh, geht nochmal. Sehr schön. Was gibt's diesmal? Irgendeine Knarre mit Munition wäre ganz nett. Nee. Das war's nicht. Die anderen Sachen auf der Plattform sind zu schwer, um sie mit der Angel nach oben ziehen zu können. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Frotti-Bettwäsche. Ein ganzer Stapel. Was auch immer ich damit anfangen soll. Ja, das ist eine gute Frage. Frotti-Bettwäsche. Was war denn jetzt hier nochmal hinter? Ach, das war. Nee, das war der Kontrollraum. Da wollen wir natürlich jetzt nicht rein. Was war jetzt hier? Tja, da war das. Da sind wir jetzt drangekommen. Da kann man jetzt definitiv nichts machen. Hier mit der Maschine können wir auch immer noch nichts anstellen. Das Salz will sie aus unerklärlichen Gründen nicht nehmen. Können wir vielleicht das Zeug hier tränken mit Salz? Nein, das ein bisschen aufpolieren. Sauber mal. Das können wir alles nicht. Ja. Was wir natürlich probieren könnten, wir können ja vielleicht jetzt rausgehen. Ja, sag wir haben ja jetzt Klamotten an. Sag mir bitte irgendjemand, an. Dass ich träume. Tja, wo bin ich denn hier gelandet? Antarktis? Hier wird mich nie jemand finden. Das kann ich vergessen. Das sehe ich allerdings auch so. Ein schöner kleiner ein Eimer. Ein 10-Liter-Eimer. Ja, dann mach mal den Schnee raus und steck ihn mal ein. Wir wissen ja, dass wir das alles mitschleifen können. In unseren praktischen Klamotten. Ein 10-Liter-Eimer. Ja, das hilft jetzt nicht wirklich viel.
Antennen, ein riesiges Feld voll mit diesen komischen Dingern. Ich nehme an, dass da Antennen drin sind. Aber was macht man damit? Signale empfangen oder Signale senden? Die Leistung der Anlage dürfte jedenfalls gigantisch sein. Tja, das ist jetzt schon... Hier kann man auch noch verlassen. Nee, verlassen müssen wir, wollen wir ja nicht zur Forschungsstation. Der Bau der Station hat bestimmt Unsummen verschlungen. Jemand muss sich davon eine ganze Menge versprechen. Ja, das würde ich auch so sehen. Was haben wir denn hier? Eine Schneeraupe. Wie haben die bloß all das schwere Gerät hierher bekommen? Das muss ein riesiger logistischer Aufwand gewesen sein. Können wir da mal da hingehen zu der Schneeraupe? Gelände verlassen. Was haben wir denn hier? Ein Pinguin! Ja, dann ist es Antarktis, gell? In der Arktis gibt es keine Pinguine. Dann muss es der Nordpol sein. Wir haben hier ein Schild. Ein Warnschild. Vorsicht, steiler Abgrund. Und das können wir sogar mitstehen. Ja, dann nehmen wir mal das Schild mit. Keine Ahnung, was wir jetzt mit dem Schild brauchen. Können wir da an den Aufzugsschacht stellen. Ein hohles Rohr, auf dem ein Vorsicht-Abgrund-Schild steckt. Ja, kann man das irgendwie draus machen, drehen oder hier im Gewindeschneider irgendwas reinschnubbeln? Können wir das hier in irgendeiner Form mit irgendwas verwenden? Nein, können wir nicht. Hier geht's tief runter. Da liegt jemand. Sind Sie verletzt? Hallo? Ich befürchte fast, dass er tot ist. Das seltsam, dass der jemand Typ in die Gletscherspalte fällt, der sich hier doch vermutlich auskennt. Außerdem war da doch auch noch dieses Warnschild. Moment. Könnte natürlich sein, dass bei seinem Sturz nachgeholfen wurde. Zuzutrauen wär's den Leuten hier. Ja, das dürfte der Typ sein. Sieht fast so aus, als... Was? Sieht fast so aus, als hätte man den armen Kerl da unten elendig verrecken lassen. Ich muss wirklich aufpassen. Ein Menschenleben scheint hier draußen nicht viel wert zu sein. Ja, es sollte der Typ sein, von dem Oleg gesprochen hat. Können wir vielleicht da noch irgendwie was hochangeln von dem? Nee. Tja. Da geht es so tief runter, ich kann den Boden nicht einmal erahnen. Ja. Gut, toter Mann. Toter Abgrund. Tief geht's runter und hier will sie nicht irgendwie was angeln. Ja, kann ihm das Schild hinterherwerfen, das wird ihn jetzt auch nicht mehr trösten. Nein. So, was haben wir denn hier? Der Pinguin scheint auf irgendwas zu sitzen. Wahrscheinlich brütet er gerade. Was ist denn jetzt hier drinne? Ein Loch. Da steckte das Schild drin. Ja, das muss ja einen Grund haben, dass wir da jetzt irgendwas... Nee. Wenn wir den Pümpel da was rausziehen, können wir auch nicht. Können wir Eis angeln? Können wir auch nicht. Dann sprengen wir es hier... Ja! Dann sprengen wir es auf. Pinguin macht Stafott. Gleich wird's laut. Wow, was für eine Explosion. Scheint sogar eine kleine Lawine ausgelöst zu haben. Den Pinguin hat das aber nicht wirklich aus der Ruhe bringen können. Nee, hat es wirklich nicht. Können wir vielleicht mit dem Schild verjagen? Können wir auch nicht. Ja, dann gehen wir da mal hier hin. Ja, dann kommen wir jetzt anscheinend runter zu dem Mann. Schön. Ich weiß, dass Leichenfleddern nicht die feine englische Art ist. Aber ich kann nichts mehr für ihn tun. Er hingegen könnte mir vielleicht noch helfen. Ja, das würde ich jetzt auch so sehen. Ein Feuerzeug, das ist immer... Ach, was ist das? Ein Amulett? Das Amulett stellt in etwas abstrakter Art und Weise einen Kopf dar. Ja, das haben wir doch schon gesehen. Obendrauf steckt ein großer Diamant. In China, im Himalaya. Sieht sehr alt aus. Und wenn der Diamant echt ist, dürfte es ein Vermögen wert sein. Ja, den haben wir doch schon gesehen. So, jetzt haben wir ein schönes Benzinfeuerzeug. Ah. Leider kein Benzin mehr drin. Ganz großes Kino. Was nützt uns jetzt das Benzinfeuerzeug? Ein paar rausgerissene Seiten. Sie sind überschrieben mit Forschungstagebuch von Nicole Charleroi. Ja, kann man die lesen? Ich glaube zwar nicht, dass mir diese Informationen in meiner derzeitigen Lage weiterhelfen werden, aber zumindest verstehe ich so vielleicht die Zusammenhänge besser. Ah, wunderbar. 20.02.000 mit Unterstützung von Massimo habe ich endlich ausreichende Mittel, um meine Forschung zu intensivieren. Die ersten Erfolge stellen sich bereits ein. Apropos Massimo, endlich mal jemand, der an mich und meine Arbeit glaubt. Der ist nicht wie diese Idioten in Paris. Er hatte dieselben Visionen wie ich.
Ich habe einige Unterlagen gefunden, über 50 Jahre alt. Ein Wissenschaftler erklärt darin seine Theorie. Nehmen Sie Wellen unserer Radiosender. Sie sind auf den Straßen, in unseren Wohnungen, über uns herum. Doch wir sehen und fühlen sie nicht. Erst wenn wir das Radio einschalten und die richtige Frequenz einstellen, hören wir plötzlich, dass da Nachrichtensendungen oder Orchesterstücke sind. In gleicher Weise wird es möglich sein, Gedanken unbemerkt in das menschliche Gehirn zu bringen. Man muss nur die richtige Frequenz finden. Ui, meine anfängliche Euphorie ist etwas gedämpft. Unser Schwerpunkt liegt immer noch auf der Grundlagenforschung. Dabei wollte ich schon viel weiter sein. Boah, es gibt immer noch keine konkreten Ergebnisse, aber zum Glück bleibt Massimo ruhig und feiert das Projekt weiter. Er wird es nicht bereuen. In den letzten Wochen zeigen unsere Versuche, dass der Energieemitter fehlerfrei funktioniert. Mir ist zwar bewusst, dass wir noch lange nicht am Ziel sind, aber eine Etappe ist nun geschafft. Massimo hat die Anlage heute erstmal besucht. Er ist richtig beeindruckt von unseren Ergebnissen. Was ist da eigentlich für ein Lärm im Hintergrund? Unseren Ergebnissen und sichert weitere Mittel zu. Heute sind die ersten erfolgreichen Testreihen beendet worden. Zwar zeigen die Versuchstiere nur leichte, reflexartige Motorikstörungen, aber damit ist der Anfang gemacht. Ein Jahr später bald hier. Ein halbes Jahr später. Wir kommen nicht voran. Es gelingt uns einfach nicht, den entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. An eine kontrollierte Beeinflussung der Versuchstiere ist nicht zu denken. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es sind die Strahlenfelder. Es müssen einfach die Felder sein. Sie sind vermutlich nicht konstant genug, um eine gezielte Beeinflussung der Gehirnwelten bei Probanden zu erzielen. Und vielleicht fehlt uns irgendwas, aber es sind bestimmt die Strahlenfelder. War das das Ende? Massimo hat mich von meiner Forschung abgezogen und zurück nach Europa geschickt. Er hat mir zwar versichert, dass ich schnellstmöglich mit neuer Technik zurückkehren soll, aber ich befürchte, dass er kalte Füße bekommt. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber gestern haben wir die Arbeit endlich wieder aufgenommen. Massimo konnte von einem ehemaligen KGB-Mann Informationen über die Forschungsarbeit im Tunguska-Gebiet kaufen. Und meine Auswertung dieser Unterlagen hat ihn überzeugt, die Russen arbeiten offenbar mit den Bruchstücken von diesem undefinierbaren Ding, das seit 1908 dort explodiert ist. Und das Erstaunliche, sie können damit bei den Versuchstieren schwerwiegendere und konstantere Verhaltensänderungen feststellen, als ich in meinen Versuchen. Boah, wenn ich die Berichte aus Russland tatsächlich der Wahrheit entsprechen, können unsere Probleme bald gelöst sein. Aber wer will, klickt jetzt einfach vor, gell? Ich bin jetzt aber dabei, jetzt lese ich es auch zu Ende, bitterlich. Mit diesen Bruchstücken müsste es möglich sein, extrem konstante und störungsfreie Strahlenfelder zu erzeugen. Wenn dies tatsächlich so ist, könnte dies die Lösung unseres Problems bedeuten. Wir müssen dringend so ein Artefakt in unsere Hände bekommen. Enttäuschende Nachrichten von Massimo. Der russische Informant hat bestätigt, dass die Russen über nur noch eins der Artefakte verfügen. Die anderen beiden Bruchstücke wurden angeblich schon in den 70er Jahren von irgendeiner Sekte gestohlen. Ich vermute eher, dass die CIA dahinter steckt. Der Umbau der Anlage ist nun abgeschlossen und mit den neuen Möglichkeiten bin ich optimistisch, eine suggestive Beeinflussung des menschlichen Gehirns gelingen kann. Wenn wir doch nur solches außerirdisches Artefakt hätten. Oh, im Zusammenhang mit der Information, die uns der russische Informant verkauft hat, bin ich auf einen interessanten Fall gestoßen. Ein junger kubanischer Wissenschaftler, Manuel Perez, soll 77 bei einer Expedition in die Tunguska-Region dabei gewesen sein. Seitdem leidet er offenbar unter extremen Bewusstsein- und Verhaltensstörungen. Da ich in dieser Region bereits damals Experimente mit diesen Artefakten gemacht wurden, könnte durchaus ein Zusammenhang bestehen sein. Ich sollte mich einmal intensiver mit dem Perez, jetzt müssen wir auch beschäftigen, warum sie in Kuba war. Massimo ist ein Genie, hat in Berlin einen Wissenschaftler gefunden, der sich viele Jahre mit den Untersuchungen von diesen seltsamen Artefakten beschäftigt hat. Massimo ist sicher, dass wir bei ihm das benötigte Stück finden. Der alte Wissenschaftler ist spurlos verschwunden. Jemand scheint ihn direkt vor unserer Nase entführt zu haben. Jemand, dessen Ziele mit den unsrigen identisch sind. Aber Massimo hat einen neuen Plan. Er will die Tochter des Wissenschaftlers benutzen, um an unser Ziel zu kommen. Klingt etwas verwegen, könnte aber klappen. Ja, hat's. So. Gute Nina, jetzt wissen wir zumindest mal, was hier passiert. Also mit dem Pinguin können wir noch nicht viel anfangen. Verscheuchen kann man ja nicht, gell? Irgendwie. Nee, leider nicht. Hilft ja auch nichts. Feuerzeug ist leer. Gut, dann gehen wir erst nochmal zur Station. Was war da eigentlich hier drüben? War doch auch ein Ausgang. Was finden wir hier? Ach, Nina, ein Schlag schneller ist doch ein Let's Play. Und nicht ein Let's wow, Schleich ein langsam. Ein alter Walfänger, komplett vom Eis eingeschlossen. Wie lange der wohl hier schon liegt? Tja, ziemlich lange, würde ich sagen. Mhm. Ein Eisloch? Scheint so, als sei hier mal ein Loch im Eis gewesen.
Mittlerweile ist es aber wieder fast vollständig zugefroren. Ja. Vielleicht können wir das Schild hier reinstecken. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Mit dem Tagebuch schnipseln können wir jetzt auch nichts anfangen. Können wir da ein Loch reindrehen? Nein, auch nicht. Gut, schauen wir uns mal... Eine stationäre Harpune. Die Dinger haben eine enorme Durchschlagskraft und eine relativ große Reichweite. Das stimmt. Was kann Worauf ich jetzt soll ich denn schießen? So richtig viele potenzielle Ziele habe ich hier irgendwie noch nicht entdecken können. Ja, das ist richtig. Nee, schießt du nicht drauf. Ist ja auch Quark. So. Ein Fass! Ein Fass! Tja, hoffentlich ist Alkohol drin, dann könntest du da was funktionieren. Da ist Waltran drin. Früher hat man den auch als Lampenöl und Schmierfett benutzt. Ich möchte nicht wissen, wie der riecht, obwohl er natürlich bei, wenn er gefroren ist, riecht er ja nicht so viel hier. Vielleicht können wir mit dem Waltran unser Feuerzeug etwas auffüllen. Nee, können wir nicht. Dann stecken wir mal das Schild da rein, geht auch nicht. Nehmen wir etwas Waltran mit, will sie auch nicht. Wir trinken unseren, Wäscheball. Könnte man anzünden höchstwahrscheinlich. Bisschen schwer. Das können nicht mal russische Kugelstoßerinnen tragen. Ja. So, was haben wir noch hier? Eine Jacke. Die Jacke ist völlig steif gefroren. Aber in der Seitentasche scheint noch was zu sein. Ja, dann nimm das mal raus. Ein Flachmann. Wodka wird wohl kaum welcher drin sein. Aber bei der Kälte würde ich mich auch mit Whisky zufrieden geben. Wenn ich nur diesen verdammten Korken aus der Flasche kriegen würde. Den Korken aus der Flasche. Können wir das nicht hier irgendwie mit dem Ding machen? Nein, niente. Also das können wir vielleicht in das Benzinfeuerzeug reintun. Aber irgendwie müssen wir den Korken jetzt da rauskriegen. Den Pümpel? Nein, den Pümpel. Raussaugen. Nein! War jetzt nicht die beste Idee. Kann man vielleicht den Pümpel auf dem Eis haben? Da muss da das Ding hier einen Sinn haben. Hat es nicht. Eisangeln. Macht sie nicht. Kleben wir es zu, ist nichts passiert? Auch nicht. Das war's? Ja. Das war's. So, rechts und links haben wir ab. Müssen wir wieder rein. Hilft ja nichts. Hilft ja alles nichts. Haben wir mit dem neuen Zeug jetzt eine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen? Den Flachmann hier unten reinsetzen? Nein, können wir nicht. Ich glaube, das ist eine Wasser... Ja, ich weiß. Es ist eine Wasserpumpe. Können wir jetzt hier das da machen? Nee. Das bisschen reicht gerade mal für ein Frühstücksei. Der Lastenaufzug macht keinen Sinn. Können wir damit jetzt hier dran? Nee, können wir auch nicht. Können wir das hier oben? Nein. Nein, 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 nein. Können wir alles nicht? Das ist noch kaputt. Gehen wir mal weiter. So, ich denke mal, hier sollten wir uns jetzt austoben können. Weil wir haben ja eine Werkstatt und wir haben jetzt zig Zeug dabei. Aber das machen wir dann erst in der kommenden Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bye bye und ciao. Da hat sich doch der Abstecher nach draußen tatsächlich gelohnt. Wir haben ja doch noch einiges einsammeln lassen oder haben einiges mitgenommen und haben auch einiges erfahren aus dem Tagebuch. Des Mannes, der da runtergestoßen worden ist, vermutlich von Oleg, wurde dieser umgebracht und wissen jetzt etwas mehr. Nina Charlesroa macht offensichtlich Experimente, um das Gehirn von Menschen beeinflussen zu können. Dazu wurde diese riesige Anlage aufgebaut, aber es fehlen ihr noch diese Artefakte und deswegen hat man wohl versucht, eins zu stehlen bei unserem Vater, bei Professor Kalenko. Aber dieser hat sie, vielleicht ist er gar nicht entführt worden, sondern hat sie nur rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Und
Ja, jetzt müssen wir mal überlegen, wie können wir sie sabotieren? Wir haben ja so viel Zeug dabei. Ich denke mal, in der Werkstatt wird sich da irgendwas zusammenbasteln lassen. Aber das erfahren wir erst in den kommenden Folgen hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.